Okay, ich sehe, haben wir schon gesehen. Jetzt müssen wir uns nur auf den Kampf konzentrieren. Und ich habe noch kein einziges Item eingesetzt hierfür, also wird schon. Meine Fresse, hör mal das Scheiße! Ich glaube, die ganze Scheiß aus, damit du das nicht nochmal machst. Meine Fresse, nee, da kommt man einmal in deren Nähe. Ich kann nicht ausweichen, keine Ausdauer. Was ist so eine dumme Mauer gewesen? Und davon nervt auch. Ziemlich enge Ecke, da will ich nicht kämpfen. Na. Das würde jetzt wohl in Ultislam ausarten, weil anders komme ich hier nicht voran, ohne nicht gestört zu werden. Ich wollte gerade eine Attacke machen. Schön, dass das Spiel nicht so reagiert. Ultimativer Server, kann ja daher. Du bist ein Matschepamper, wenn ich mit dir fertig bin. Ja, der riecht jetzt, dass ich auch, dass ich keine Ausdauer mehr habe. Da. Diese Anvisierfunktion ist so für ein Arsch. Und die Kamera zittert so. Das kann ich am meisten nicht ab. Super 17 ist draußen. Gut. Okay, Gogeta kann sich um den Affen Typen kümmern. Ich kümmere mich jetzt um Baby. Wechsel der... Mann! Hau ab! Oh, es ist so scheiße ärgerlich. Und dieses Kamerazitter macht mich killen. Okay, ganz getroffen habe ich nicht. Das ist eigentlich so eine Frechheit, wisst ihr? Ich konzentriere mich auf die einen, schon blockt mich der andere an. Jetzt habe ich beide am Arsch. Schön ausgewichen, Baby. Halt die Fresse, Alter. Flieg schön weit. So, Sinni. Suppi.
Super bescheuerter Shenlong, ey. Mann. Renn bloß nicht weg! Starke Schläge bringen bei den Affen am meisten. Wenn Vegeta seinen Ausweichmove eingesetzt hat. Oh ja, ja. Dann setzt ja auch meine Regenerationskapsel ein. Boah, wäre das locker. Der Schwanz war anvisiert. Kein Wunder, kann er auch angreifen. Der kann mit dem Schwanz angreifen? Was? Na gut, jetzt kann ich den aber packen. Ich muss eigentlich nichts weiter tun. Ich muss den wirklich nur anvisieren und packen. Und schon verliert der Affe die Hälfte seiner HP. Affe sind echt die einzigen Charaktere, die durch einen Griff die Hälfte ihrer AP verlieren. Ja. Na. Sie können dafür aber auch sehr hart zuschlagen. Nein, böse, böse, böse. Böses Affe. So, so, so einen Stampfer haben sie auch. Hat viel Schaden gemacht, aber nicht die Sache erzielt, die ich wollte. Ja, man muss erstmal wissen, wie man Affen packt. Als der Goku das in der Saiyajin-Sage gemacht hat, habe ich keine Ahnung gehabt, wie er das angestellt hat. Von Schwanz stellen und packen. Das klang ja ganz okay. Aber ich wusste nicht, dass man den auch anvisieren muss. Du hast es geschafft. Vielen Dank für alles. Der Kampf gegen dich war ziemlich aufregend. Ich über das CD2, die aus diesem seltsamen Loch kam. Nee, darum kümmere ich mich. Ich muss die ganze Zeit zusehen. Das kann ich jetzt nicht mehr. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass du meine Hilfe brauchst. Trunks! Nicht sein Sohn. Nein, Trunks. Aber du bist... Es ist eine Weile her, Vater. Dein Kampf war großartig. Das Wurmloch ist zerstört und damit haben wir die Veränderung der Geschichte endgültig aufgehalten. Endlich wird alles wieder beim Alten sein. Hey, du gehst schon wieder zurück? Ja. Papst will natürlich einen Kampf haben, ne? Ah. Vater, bitte pass auf dich auf. Wow, Händeschütteln mit seinem Sohn, das ist selbst für Vegeta schon sehr soft. Du auch. Auf Wiedersehen. Ihr würdet mir doch jetzt nicht sagen, dass damit sämtliche DLCs, die kommen könnten, erledigt sind. Willkommen zurück. Gut gemacht. Tut mir leid, ich habe die Regeln missachtet. Ich hatte keine Wahl. Im Ernst, ich habe dich doch gewarnt. Du hast mich wirklich überrascht. Tut mir leid. Schon in Ordnung, ist das ja alles gut ausgegangen. Gut, die Sache mit dem Wurmloch ist erst einmal ausgestanden. Ja, beim nächsten Mal rechnen wir endgültig ab. Glückwunsch! Ich habe als Belohnung ein Geschenk für dich. Ein riesiges Feinschmecker-Menü. Komm her, in dieses Gebäude. Folge mir. Mach dich besser bereit. Das wird deine bisher schwierigste Aufgabe werden. Der Kerosch in der Zeit kocht wirklich... Naja, es ist ein zerstörerischer als jeder Shenlong. Naja,
Okay. Was denn? Hier drüben? Man isst so selten bei Göttern. Iss auf! Eieiei. Also wenn die Frau kocht, wird sie zu Furie. Colina und Spots, das sind wirklich die einzigen beiden mit dem Mann. Oh Mann, da stehen die beiden dahin. Nix für mich, nein? Juhu, ist das eine Welt hässlich, ich gekocht habe? Gut, dass es jemand isst. Was ist los? Du siehst so blass aus. Du brauchst mehr Nährstoffe. Soll ich was anderes machen? Nur Spaß. Denke halt, dass du öfter Gerichte von einem Gott bekommst. Das war eine Belohnung für die Lösung des Wurmlochproblems. Vielleicht nächstes Mal. Du kannst dich schon darauf freuen. Aber ich muss sagen, der DLC ist jetzt wirklich sehr kurz ausgefallen. Und das finde ich irgendwie, naja, ein bisschen schade. Ich hoffe, sie greifen die Dragon Ball Saga auch nochmal auf. Das finde ich schön. Sehr schön. Oh. Deine Belohnung für mich. Zeit, Soldatenanzug. Ich habe Togetogi schon aufgeräumt, nachdem die Miga sie fast zerstört hat. Ich habe im Lager des Kostümladens ein paar tolle Klamotten gefunden. Als Elite-Soldat und Retter von Tokitoki musst du es tragen. Vielen Dank, dass du die Stadt gerettet hast. Jo, das ist kein Problem. Ich habe gerne den Tag gerettet. Na klar, jetzt kann ich Kahn auch noch als Lehrmeister haben. Aber nein, will ich nicht. Will ich nicht. Stattdessen gucke ich mir mal an, was er mir überhaupt gegeben hat. Das ist der verfickte Anzug aus den ganzen Trailern. Ihr wollt mich doch verarschen. Na, ja, Handschuhe gab es davon aber nicht. Aber Schuhe. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Naja. Ich bin ein Held! Ich habe ein Cape! Und es weht sogar. Ist nicht wie diese vier Sternball-Kostüm, das sich jedes Mal mit den Beinen wiegt und biegt. Na gut, machen wir auch ein paar Parallel-Quests. Wäre nicht so sein. APQs, Super 17, ultimative Cyborg. Die Teufelsdrachen. Oho, hinterhältiger Plan. Das klingt gut. Boah, hier gibt es aber eine Menge Techniken für. Na egal. Mira und Tora platt machen mache ich gerne. Vor allem, man kämpft ja jetzt gegen beide. In der einen Quest. Ja, die beiden Shenlongs habe ich jetzt durch das DLC auch frei. Der einzige, der fehlt, ist Super Shenlong. Und noch einer offenbar. Moment. Monsieur Zerstörerisch und Madame Teuflisch sind jetzt auch dabei, ja? Nicht schlecht. Aber okay, es war zu erwarten. Du bist auch so ein selbstgebauter Kämpfer, mehr oder weniger. Der hat auch Technik drauf, die andere auch schon mal drauf hatten. Abgesehen von den Sätzen, die sind immer gleich. Tja. Okay, ich probier's mal in diesen Klamotten.
Moment mal. Von Videl fehlt mir noch ein Kostüm. Ich kann mir schon denken, von wo, aber... Es gibt übrigens ein Achievement, dass man sich alle Kostüme oder... alle Versionen der Charaktere holt. Na komm, nehmen wir mal den Zeitreisenden Trunks mit. Der schon so episch verkackt hat während der Story. Ein bisschen schade, dass ich nicht mit dem Mega kämpfen darf, wenn ich schon... Das könnte der letzte Slot sein. Ich sage es und es fällt mir ein. Es könnte ja der Mega sein. Na komm, nehmen wir Bills noch mit. Ich hoffe, The Revival of F kommt auch noch als DLC in dieses Spiel. Angekündigt ist es noch nicht. Stattdessen ist The Revival of F, also der neue Film, der bald rauskommt in Japan, schon angekündigt, im nächsten Dragon Ball Spiel zu sein. Nicht in dem hier. Kommt auf mich zu. Mit der Sprint-Move, Mira. Oh, shit. Ja, mach Bild durch platt, das ist mir egal. Der hält sogar was aus, muss ich sagen. Der hält sogar was aus. Die meisten anderen Charaktere mit zwei Leisten, die verlieren sauschnell HP. Aber der nicht. Mira ist was ganz anderes. Man muss meinen Namen sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass Mira der Kerl ist und Towa das Girl. Das hat mich die ganze Zeit schon gestört, wisst ihr? Die Namen sind eigentlich vollkommen andersrum. Mira klingt wirklich nach einer Frau. Gut, da ist sie schon. Ah, fuck. Ach komm, jetzt lass mich angreifen. Jesus. Ja, die Katze wird wild. Ich habe gar nicht so viel Zeit für diese Quest, weil es eben nur zwei Kämpfer sind. Mira ist down. Ups, kein Key mehr. Ja, ihr könnt sie ruhig ablenken, das ist mir wurscht. Kommst du mir sofort, ob ich jetzt 6 leisten? Ne, es sind 10. Es sind 5. Blöde Kuh. Bleib stehen! Lass doch nicht zu, dass du ihren armen Bild zerprügelst, hallo? Oh, zu wem sagst du das? Zu dir oder zu mir? Tor. Lass mich Kila. Ja, okay, das beschwert mich ja, aber... Ja, viel Zeit habe ich nicht mehr. Deswegen gibt es auch neue Level-Ups, sonst wäre die Quest ja richtig schwer. So wie jetzt. Hä, noch getroffen! Ich mache keinen Spaß mit der. Ach, daneben. Daneben. Beziehungsweise abgewehrt. Oh, ich habe eine Fähigkeit erhalten, das ist nämlich aber nett. Endlich ein Level-Up.
Zeitkugel. Vielleicht war sie eine komische Wurftechnik. Thor hat nämlich nicht wirklich viel getan. Also jetzt wird man hier gespawnt, das finde ich nett. Deswegen haben sie Charaktere nach vorne gepackt. Weil es sonst sinnvoll wäre, den wieder da hinten hinzupacken. Sehr schön, dass sie bedacht haben, dass man einen halben Kilometer weniger rennen muss, wenn man schon da vorne spawnt. Das ist schön. Falsch. Fähigkeit. Gleich haben wir's. Okay, das war ein Ultimativer. Nein, das war ein Ausweichmove. Irgendwas muss doch gewesen. Ich hab doch gesehen. Stimmt aber nicht. Na, ist auch egal. Kommt vielleicht hier hin. Kann sein, dass ich es übersehen habe. Ist mir jetzt aber auch vollkommen egal. Mira und Thor hauen. Das ist mal was Neues. Und was soll die extra Bedingung sein? Ich kapiere es nicht. Zeitkugel war. Buff. Buff finde ich doof. Schlimmste Berserker muss ich noch schaffen. So kriegen wir wohl einige der guten Techniken, ha? Na, aber ich würde sagen, ist, ja, das war wahrscheinlich wieder alles. Das war noch weniger als letztes Mal. Stört mich jetzt. Egal. Passe ich noch irgendwie Attribute an. Ja, auf Key-Explosion. Weil da ist mein Charakter ja doch relativ spitze dran. Na gut, dann war's das mit Let's Play Xenoverse. Bis zum nächsten Mal. Falls da noch mehr kommt. Ich weiß nicht, ob da noch was angekündigt ist. Also bis dann.